Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Letztes Mal sind wir hier bei den drei Falltüren vorbeigegangen und eine hat irgendwie komisch geknackst, als wir darüber gelaufen sind. Und wir könnten das vielleicht benutzen, um die Idioten aus dem Weg zu räumen. Mit den Idioten meinen natürlich die Esther-Soldaten, die uns auf den Fersen sind. Wer das Genie nicht ehrt, ist den Gil nicht wert. Oder auch nicht. Ja, der Hebel ist fast kaputt. Wenn wir ihn ein bisschen verstellen, dann ist das quasi eine Falltür. Und wenn jemand reinläuft, dann gut für uns, schlecht für ihn. Lustig, lustig, ja. Naja, einen Versuch ist es wert, oder? Das macht nichts, es gibt nämlich noch einen anderen Weg darüber. Also darüber dann wieder. Weil im Endeffekt wollen wir alle drei Falltüren hier an allen drei Falltüren rumschrauben. So, das wäre es einmal für die erste Falltür. Und just wie wir weglaufen, kommt natürlich ein Esser-Soldat und steigt genau drauf. Also einen haben wir uns schon mal erspart. Dann geht's hier weiter. Einfach den Screen weiterlaufen. Dann kommen wir zu einem Screen, wo so rechts so Ringe, so kaputte Ringe rumliegen. So, der Kampf war nicht allzu schwer. Und hier liegt wieder etwas auf dem Boden. Und das ist nochmal der alte Schlüssel, den wir letztes Mal schon gefunden haben. Dieses Mal steckt er sich Lagoon in die Brusttasche. Aber er schafft es, auch den zu verlieren. Ja, das hat er gut gemacht. Eigentlich ist er schon wichtig, also er wird eigentlich erst auf CD3 wichtig. Aber macht ja nichts. Wir gehen hier mal weiter. Also wir könnten auch rauf, also das war so eine Kreuzung, so eine T-Kreuzung, wir könnten auch nach oben gehen. So, wir könnten natürlich bei der T-Kreuzung auch nach oben gehen, allerdings würde uns das in der Story weiterbringen und das wollen wir momentan noch nicht. Also gehen wir hier die Leiter rauf und dann sehen wir gleich, wo wir da rauskommen. Das dürfte uns bekannt vorkommen. Ja, der Szenenwechsel dauert leider etwas. Hier müssen wir raufgehen und warten, bis Laguna hier steht und dann sind wir wieder beim Eingang. Juhu, das haben wir gut gemacht. Jetzt gehen wir zurück den gleichen Weg, den wir schon mal reingegangen sind. Und ich werde aber jetzt kurz auf was nachschauen. Und zwar, ich glaube, Ifrit ist noch nicht Level 10. Weil sobald Ifrit Level 10 ist, werden wir da eine neue Ability lernen. Und die ist nicht unbedingt extrem wichtig, aber wichtig genug, um sie zu erwähnen. Also hier wieder zur Leiter runtergehen. Und natürlich liegt der alte Schlüssel jetzt nicht mehr da. Leider, leider. So, ich hoffe, wir sind bald da endlich. Ja, hier genau. Da werden wir den Table auch noch umlegen. Natürlich. Das Problem ist nur, ja. Ich glaube, so wie Laguna jetzt steht, würde er sich fast selbst einsperren. Aber wir sollten alle drei Türen, also ich habe die rechte noch vergessen, wir sollten alle drei Türen auf jeden Fall aufmachen, weil das nachher auf CD3 dann auch weitere Vorteile bringt. Laguna weiß natürlich immer alles. Das kennen wir schon. Eigentlich weiß er gar nichts. So, ich gehe jetzt zurück zur T-Kreuzung und wenn wir dort sind, sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt wieder bei der Leiter, die wir von der anderen Seite raufgekraxelt sind. Denn hier gibt es noch eine kurze, ich würde es nicht Story-Sequenz nennen, aber Laguna hat schon wieder Schmerzen. Ja, ihm tut sein Bein weh. Und das, obwohl Julia überhaupt nirgends in der Nähe ist. Ja, die Kämpfe waren wohl gar nicht so anstrengend. Okay, gehen wir weiter. Übrigens, Ifrit ist Level 10 geworden und hier sehen wir gleich, Ifrit kann jetzt den sogenannten Kugelwandler lernen. Wer sich in Final Fantasy 8 auskennt, weiß schon, wofür wir den brauchen werden.
Wir sehen das dann, wenn wir in Garbadia Garden angekommen sind, wofür wir den genau brauchen werden. Zuerst müssen wir allerdings die Traumsequenz noch beenden. Und ich habe natürlich die linke Falsche vergessen, die werde ich jetzt kurz machen. Allerdings, wie immer, offscreen, weil ihr wisst ja, wo sie ist. So, und schon geht's weiter. Ich habe nur, wie gesagt, den Hebel gedrückt. Das ist nicht allzu spannend. Wollte ich eigentlich machen, nachdem ich, als ich schon das erste Mal auf der Seite war. Habe ich vergessen. Egal, wir gehen hier bei der nächsten Kreuzung. Hier könnten wir rechts oder links gehen. Wir gehen gleich mal links. Dort ist es nämlich schöner, weil dort kenne ich mich besser aus. Und der Gang ist wirklich so lang. Das sieht nicht nur so lang aus, der ist wirklich so lang. Aber im nächsten Screen sehen wir dafür... Also ich finde, das sieht aus wie eine kleine Rakete. So, und zwar... Kesakotl hat HP-Kopplung gelernt. Das heißt, wir werden gleich die nächste Ability angehen. Und das ist Magie plus 20, die brauchen wir auch, um eine weitere freizuschalten. Und wir können natürlich jetzt HP koppeln bei... Laguna! Sehr gut. Und da werden wir natürlich wieder die Vigra koppeln. Und hier werden wir... das ist egal. Nicht so wichtig. Schlafschweigen. Egal. Und dann heilen wir uns ihn gleich mal mit Wort Vita. Yeah! 2800 HP. Cool! Hier die kleine Rakete, was auch immer das sein soll. Es ist ein Schaltpanel mit zwei Lunden. Und zwar einem roten und einem blauen Schalter. Und zuerst wollen wir die rote zünden, weil die ist ja weiter weg. Das heißt, sie müsste eigentlich sicherer sein für uns. Kann ja nicht allzu viel was passieren, oder? Oh, heilige Scheiße, fliegt das ganze Ding jetzt auseinander, oder was? Ah nein, nur der Felsen löst sich und rollt hier den Gang hinunter. Ey, das erinnert mich an Indiana Jones. Egal. Der erste Soldat ist auf jeden Fall mal eingeschlossen. Und dadurch, dass wir die Bombe gezündet haben, geht hier die linke Falltür auf. Ja, das war ein ganz schön großer Knall, ja, das stimmt schon. Na, das brauchen wir nicht. Wir sind viel zu cool, um zuerst überprüfen, was passieren könnte. So, und dann drücken wir gleich mal den blauen Schalter. Und die drei Hasenfüße, wie sie sind, gehen gleich mal fuchsteufelswild in Deckung. Wie von der Biene gestochen. Ja, das war die zweite riesengroße Explosion. Nur ein ganz kleiner Knall. Der Felsen jagt sogar ganze zwei Ester-Soldaten in die Flucht. Das ist ganz gut für uns, wegen etwas, das wir später noch sehen werden. Und mit der zweiten Ladung sprengen wir auch quasi die dritte Falltür frei. Ja, das Ganze war leiser, als wir uns das vorgestellt haben. Zumindest als Laguna sich das vorgestellt hat. Okay, wir gehen hier weiter die Stiegen auf. Ab hier kann man, glaube ich, auch gegen die komischen Invictus-Gegner kämpfen. Das sind so Kugeln mit so vier Röhren, die runterschauen, wie so Roboter. Und das Coole an den Invictus-Gegnern ist, aus denen kann man, wenn man sie mit der Kartenfunktion von Kesakotl zu einer Karte macht, Invictus-Karten gewinnen. Und die kann man mit dem Kartenwandler von Kesakotl in, glaube ich, Stahlrohre umwandeln, und Stahlrohre braucht man bei relativ vielen Waffen, das heißt, das ist etwas, das wir noch gut brauchen werden. Wir treffen hier allerdings offenbar keinen, das vorher war nur ein Ester-Soldat. Was ich übrigens auch noch gemacht habe, während wir hier noch einen Stein ins Rollen bringen, ist die Stärkekopplung von Laguna wegzunehmen, also ich habe sie Kyros, glaube ich, gegeben. Oh, der arme Ester-Soldat. Ja, ich habe quasi die Kopplungen von Kyros und Laguna getauscht, damit Laguna nicht so viele Gegner tötet, weil jeder, der einen Gegner quasi tötet, also den letzten Schlag ausführt, bekommt etwas mehr XP, und da Laguna und Squall quasi immer in der Gruppe sind, oh Vita, cool, da die beiden immer in der Gruppe sind, sollten wir schauen, dass wir mit denen möglichst wenig XP bekommen, nicht möglichst viel,
Also sollten es die sein, die als allerletzter die Stärkekopplung bekommen. Wir sind schon fast am Ende. Hier ist wieder eine T-Kreuzung. Rechts würde es eigentlich dorthin gehen, wo wir, bevor wir die Schalter für die Bomben gedrückt haben, links raufgegangen sind. Da wäre es auch nach rechts gegangen. Hier würden wir rauskommen. Und es gibt noch einen Speicherpunkt, den brauchen wir allerdings nicht. Wir sind zu gut dafür. Und wenn wir noch Zeit haben, zeige ich noch kurz einen Kampf her. Weil die Musik ist einfach viel zu cool, um sie dauernd wegzuschneiden. Es ist leider nur ein erster Soldat. Aber das macht nichts. Lang dürfte der ja auch nicht durchhalten. Und das war's schon. Das Coole an der Musik ist, dass sie eigentlich noch weitergeht und nachher auch einen coolen Beat hat. Leider hören wir den jetzt viel zu selten, weil wir die Gegner einfach zu schnell in die Ecke bringen. So, und hier geht's dann noch weiter rauf. Oh, eine Klippe. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das klingt eher nach Sackgasse. Und hier kommen auch schon Esser-Soldaten. Das sieht fast nach einer aussichtslosen Situation aus. Da schreit er quasi nach einem nicht Bosskampf, aber zumindest einem großen Kampf. Der Kampf ist nichts Spezielles, außer dass, wenn man die ganzen Falltüren-Geschichten und Bombengeschichten nicht gemacht hätte, dann würde Folgendes passieren, und zwar müsste man hier nicht nur gegen zwei Esser-Soldaten kämpfen, sondern gegen insgesamt, glaube ich, vier oder fünf. Das heißt, die würden immer von hinten weiter in den Kampf reinlaufen. So sind es allerdings nur zwei, und wenn die zwei weg sind, der letzte von den beiden macht immer auf Ward und Kyros den Seelenschmerz und reduziert ihre HP auf 1. Und das hat den Grund, dass man erstens einmal irgendwann mal HP verliert auch. Und zweitens, ja, hat das mit der Story zu tun. Die beiden sind jetzt nämlich auch ziemlich angeschlagen. Und auch Laguna legt sich hin, obwohl er eigentlich gar nicht so angeschlagen sein sollte. Ja, was deine Oma sagt. Tja, tja, tja. Ja, was ist mit Ward los? Ja, Kyros sagt sie schon, Ward wurde am Hals erwischt. Und das, was wir jetzt von Ward hören, sind die letzten Worte von Ward im ganzen Spiel. Denn er durch den Angriff ist irgendwie stumm geworden, also die dürften irgendwie seinen Hals erwischt haben. Und Laguna will ihn noch als Strafe Kaugummi ins Haar drücken. Ja, da solltest du deinen Arsch heben, wenn du dich rächen willst. Ja, können die beiden wohl gar nicht mehr, ne? Das sind doch keine Kreuzer, oder? Ja, das sind eher kleine Boote. Na, wenn du das sagst, dann wird es ja wohl stimmen, oder? Und das Erste, was er macht, er schmeißt Kyros gleich mal die Klippe runter. Und Ward auch. Juhu. Und jetzt müsste er halt selber springen. Okay. Traut er sich? Sein Feigling. Aua. Also ausgerutscht auch gleich. Egal. Er wird schon überleben. In der Zwischenzeit wachen bei uns die Helden wieder auf. Also die Helden. Die drei Typen, die hier sanft schlummern. Das war's mit der, glaube ich, jetzt zweiten Traumsequenz von Laguna. Sieht fast so aus, ja. Keine Ahnung, was das war. Aber vielleicht sollten wir weitergehen und zur Galbadia graben. Weiß nicht, wäre eine gute Idee, würde ich sagen, oder? Ja, und Rinoa würde sich doch gerne entschuldigen. Und für was sie sich entschuldigt, das und noch vieles mehr, vor allem wo der Galbadia Garden liegt, sehen wir nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy 8. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.